Seid zu einer neuen Folge The Evil Within und wir gehen direkt mal weiter zum nächsten Kapitel. Oh, Puppen. Irgendwie erinnert mich das an Silent Hill. Teil 1 oder Teil 2? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Also nicht das Spiel, sondern die Filme meine ich jetzt. Habt ihr den Film auch gesehen? Ich schon, also ich fand die ziemlich gut. Vielleicht hau ich die mir heute nochmal so rein. Da will mich jemand unbedingt einweisen. Das habe ich auch das Gefühl gehabt, aber bevor... Da geht's wieder zum Spiegel rein, habe ich das Gefühl. Und hier geht's gleich einfach weiter. Was machen wir? Was machen wir? Wir gehen einmal durch. Wir brauchen ja nicht abspeichern. Klar, nehmen wir mit. Und wir finden nochmal ein Tagebuch. So, und das scheint wieder ein Tagebuch von mir selber zu sein. Das ist von Sebastian Castellanos, den ich gerade spiele. Der hat es am 2005, am März... geschrieben. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die neue Nachricht ist, dass Muay, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Josef ist ein sehr guter Detektiv. Und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehrere bzw. mehr Männer wie ihn. Und es ist eine Ehre für mich, an seine Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlte, oh Gott, heute habe ich es auch nicht mehr mit dem Lesen. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein rieses Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie ein dünnes blaue Linie hinter der Bürger von den Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Okay, es geht um seinen Partner. Und das hat mich natürlich wieder voll weggerissen. Und was ein Verbrechen gerade so mega. Ein Augenblick. Substanziell für mich am Arsch. Ja. Aber ehrlich, kommt der Humor auch bei ihm durch. Substanziell am Arsch. Okay, da fehlt. Ich kann doch rein in seinen alten Gemach. Hier fehlt mir aber nichts. Also nichts auf seinem Schreibtisch, nichts. Vielleicht was auf dem Bett. Nein, da ist nichts. Gut, kann man vielleicht hier nochmal durch? Nee, geht nicht. Haben wir noch was zum Lesen? Also. Besuch ist schon eine Weile her. In der Tat. Wollen wir nochmal gucken. In der neuen Zeitung gibt es nicht. Vielleicht fehlt mir was von über diesen Spinnenmonster. Ich habe gehofft, dass wir irgendwas finden, aber anscheinend war da nichts. Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Wir haben ja noch einen Schlüssel gefunden. Und wir können ein bisschen Munition aufsammeln. Was wir natürlich so dringend brauchen. Wir machen mal hier unten mal eine Tür auf. Was ist das? Hier kann ich damit Monster einfrieren? Kältebolzen. Ein Sprengkopf für die Quallen am Brust. Der getroffene Gegner wird vorübergehend durch Kälte erstarren. Abgesehen von bestimmten Gegnern bricht das Ziel nach dem Erstarren auseinander.
Okay. Cool. Weil Kartenmaterial haben wir ja nicht gefunden, wie es aussieht. Nicht gut. Jetzt gehen wir uns noch mal ein bisschen ab hier. Na komm. Du machst die Tür auf, als wärst du eine Pussy. Hier ist doch nichts. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Nur dasselbe, du sollst hier auftreten. So. Fitness fand ich jetzt ganz gut. Wir haben jetzt, ich denke mal, die Ausdauer gefällt mir jetzt eigentlich so. Ich konnte eigentlich lange genug bei diesem Spinnenmonster abhauen. Aber was ich jetzt ein bisschen doof fand, ich hatte irgendwie keine Schrotflintenreserven mehr. Ich möchte da mal ein bisschen mehr mitnehmen. Geht nicht. Boah, 4000 Gehirnwasser für. Ach, nö. Geht also gar nichts. Ich würde sagen, dann sparen wir halt noch ein bisschen. Ich dachte, wir hätten tatsächlich ein bisschen mehr. Okay, gut. He's watching, she can leave. Okay. Ist da wer drin? Das ist auch noch mal eine Tür. Das ist eine. Das ist auf jeden Fall eine Frau. Die scheint noch Feuer in den Augen zu haben. Lösen wir sie mal. Okay, wir haben hier Gesellschaft. Da. Vielleicht muss ich ein bisschen auf den Fußboden gucken. Vielleicht sehe ich ja Schritte, aber. Ich sehe vor lauter Staub diesen Monster nicht. Diese Kreatur. Aber es ist doch Wahnsinn, diese schaudrige Umfeld hier, das ist der Wahnsinn. Grafik ist echt. Wo der wohl ist? Ist er da hinten? Scheint auch nichts zu sein. Kann ich das Bett irgendwie verschieben? Nee, ich kann aufs Bett wohl draufsteigen, aber das war auch alles. Lauf mal ein bisschen zurück, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass dieser komische Typ hier irgendwo ist. Warte, was ist das für eine Tür? Warte mal, ich sehe das jetzt. Ach nee, das ist. Ah, das ist so eine Doppelflügeltür. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Bugfehler. Hier habe ich noch gleich geöffnet. Komm, ich erlöse dich. Bevor du
du wieder aufstehst. Muss der sein, der da hinten steht, aber ich trau mich nicht. Dämliche Sau! Boah! Entschuldigung, dass ich euer Lautsprecher fast zerpflückt habe. Boah, hat mich das erschreckt. Auf einmal stand er genau vor mir. Aber habt ihr dieses Mistvieh gesehen? Habt ihr es gesehen? Wisst ihr, wie man das erkennt? Ich freue mich auf eure Kommentare, denn ich hab's nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie ich die erkennen soll. Aber jetzt nicht groß rumschieten, so hier macht den Bildschirm jetzt ein bisschen heller oder was weiß ich. Nee, das möchte ich ja nicht. Hier ist ein Geist. Lacht sich kaputt. Trauriges Bild. Nichts auf aller Welt würde ich das Ding kaufen. Oh, eine Riesensuppe. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Ungern. Ich möchte nicht nach unten. Aber ich werde wahrscheinlich gezwungen. Warte. Ich weiß noch nicht wie. Ohne dass ich mich verletze hier. Na gut, einfach runterkommen. Oh! Was war das für ein Insekt? Eine Ratte! Hä? So. Das Baby an. Ich hatte vor,
vorgestern oder gestern noch eine schöne Let's Play gesehen von einer YouTuberin, die nennt sich. Erstmal weg damit. Warte, 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 warte. Ist hier noch wer? Warte, ich gucke gerade, nicht, dass ich jetzt noch irgendwie falsch ausspreche. Die heißt Inori. Sie heißt Inori. Und sie hat jetzt, die macht gerade ein von Alice Madness Return. Macht sie gerade. Let's Plays und da ist auch, die ist gerade dabei, mega viele Puppen dazu zerstören und diese in der Folge, die ich jetzt gerade gesehen habe, in so eine Art kleinen Puppenarsch da reinge. Ich musste mich so totlachen. Ein cooles Ding. Geh jetzt mal hier rein. Kontrollpunkt. Ich finde diese Atmosphäre so mega, mega gut gelungen. Also grafisch her. Ich finde nur diese Kameraführung echt schwer. Ich höre doch wen. Da ist er. Verpiss dich. Ich sehe den nicht. Ich sehe den immer noch nicht. Schlag einfach drauf. Da war. Sterb du. Oh, ist das ein Arsch? Ich weiß immer noch nicht, wie ich den sehen soll. Absolut nicht gut hingekriegt. Absolut nicht. Ich weiß nicht, wie ich die sehen soll. Ich kann die überhaupt nicht sehen. Und ich habe nur noch einen Schuss. Nee, ne, jetzt kann ich die nicht mitnehmen. Ich muss erstmal wieder tauschen hier. Ah, warte. Die nehmen wir auch mit. Ich wusste gar nicht mal, dass man die kaputt machen muss. Vorher. Oder die Gegner sind einfach nur effektiv mit einer Pumpgun. Ich glaube, ich brauche nur eine bessere, die richtige Waffe für diese Monster. Also ich bin jetzt mit der Schrotflinte bin ich. Das ist wesentlich effektiver gerade.
müssen da durch. Ja, ich glaube, wir sollten uns erstmal noch was spritzen. Ich gehe mal kurz in den Menü rein. Nehme die Granaten weg, weil ich die im Moment nicht brauche. Da muss sie hin, oben kommt Pistole hin und die Qualbolzen nach links. Die kann ich irgendwie nicht öffnen. Ich kann da was aufheben, irgendwas. Ich mag das jetzt noch nicht tun, ich warte noch einen Augenblick. Vielleicht habe ich was übersehen. Tür? Nee, anscheinend nicht. Okay. Krankenhausschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehört einem Klinikmitarbeiter. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Also der auf dem Boden liegt wahrscheinlich. Es gab eine Tür, die konnte ich tatsächlich nicht öffnen. Gibt's doch nicht. Einmal durchatmen. Einmal nachladen. Besser ist besser. Diese Musik, die macht das alles gerade nicht so ganz so einfach. Ah, die Schlüsselkarte ist gemeint. Okay, aber haben wir irgendwas noch vergessen oder so? Ich mag noch einmal in den anderen Raum reingehen. Tatsache, wir haben das Wichtigste von allem Wichtigsten gerade vergessen. Wir schieben das mal ein bisschen vor, falls ein Monster kommt. Eigentlich wollte ich den gar nicht so weit vor. Ich wollte ihn eigentlich, dass er da in der Ecke ist, aber das hat er überhaupt nicht hingehauen. So, ich habe schon alles kaputt gemacht. Mit einem Schlag, das ist nicht schlecht. Warte doch mal, was?
ich aus Versehen. Blöd, Mann. Ich wollte mir doch gar nichts reindrücken. Ich wollte eigentlich nur Munition laden hier. Dass das sofort anfängt, werde ich mich sofort mal wegnehmen. Dass ich keine Spritze mehr nehme, aus Versehen. Wo bin ich denn jetzt? Willst du mich verarschen? Da ist ein Loch. Da ist auch ein Loch. Da ist auch ein Loch. Drei Löcher bis auf diese Wand. Was soll ich denn da reinstecken? Mein Finger? Gucken mal da durch. Schaurig. Einfach nur schaurig. Ist das krass. Hä? Es geht um einen Doktor, habe ich das Gefühl. Da ist jetzt auch eine Tür. Drei Türen. Wenn man so bedenkt, dass das Kind, wenn es ein Kind ist, und es begleitet den so etappenweise über seine Jugend durch. Wenn man da jetzt reinschaut, nee, der ist schon alt, zerbrechlich, ist schon im Freudstuhl. Dann geht das doch vielleicht anders. Aber dass die Türen auf einmal da sind. Ich gehe erst in die hölzerne Tür rein, dann in die Stahltür rein. Also ich meinte eigentlich die hier. Oder was, woraus besteht die denn? Ne, die besteht aus Stahl. Die ist ziemlich neu, da gehen wir ganz zum Schluss rein. Hört ihr das? Lebt er da noch drin? Moment, Moment, das ist ein Rätsel. Das ist eine Blume. Eine Blume, eine Blume. Was war das andere? So war es auch eine Blume, aber mit vier diese Dinger. Wir nehmen das andere. Das war nicht mit Absicht, also ich meinte... Kann man das rückgängig machen? Ups, die waren nie da drin. Nein. Gut, wir gehen jetzt da rein zu nehmen. Da haben wir doch vorher den Opa gesehen auf dem Rollstuhl. Ich kenne die Zeichen, die habe ich überall schon mal gesehen. Zahnräder.
Einmal mit drei Zahnrädern, also so wie ein Dreieck, so sehe ich das, und einmal wie ein Stern. Welche Symbole finden wir denn? Da finden wir das mit dem Dreieck. Jeder würde das jetzt drücken. Ich mache jetzt mit Absicht. Ich habe es zwar gesehen, ich mache jetzt aber mit Absicht die Taste, weil ich einfach nur wissen will, was passiert, wenn man einfach das Gegenteil drückt. Okay, jetzt verstehe ich. Ich sterbe mit. Ich sterbe also. Ich dachte, ich rette den dann. Aber ich habe das Gefühl, der muss sterben. Okay. Aber das ist ja auch ein gutes Kapitelabschluss. Ich meine, weil wir sind jetzt auch schon wieder auf Überlänge. Wir sind schon eigentlich schon wieder auf 30 Minuten und 55 Sekunden. Und ich denke mal, wir machen jetzt einfach mal einen Cut und sehen bei der nächsten Folge, wie wir jetzt hier durchrennen. Vielleicht kriegen wir noch was bei heraus. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Session, bis zur nächsten Part. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Begleitet mich weiterhin auf Facebook. Kommentiert oder am besten gebt einfach ein Abo hier auf YouTube, wenn es euch richtig gut gefallen hat. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.